Welcome back zu Pokémon Kolosseum. Wir sind hier immer noch unterwegs, um irgendwelche bösen Leute, oder nicht böse Leute, sondern hier diese, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Trainer, genau das ist das Wort, das ich gesucht habe. Trainer wollen wir besiegen. Das ist der vorletzte Part, den ich heute aufnehme. Meine Güte, Leute, Kinders. Was ist nur mit der Zeit? Die ist gnadenlos. Vor allen Dingen auch hier wieder nur zwei Pokémon. Packt doch mal mehr aus. Ihr könnt doch sicherlich, ihr habt doch sicherlich mehr zu bieten. Wobei, vielleicht könnte es auch sein, dass es heute der letzte Part sein könnte, weil, ja, ich möchte eigentlich den Duellberg noch nicht so gerne verlassen. Jedenfalls für den Trainer war es das wieder. Aber es könnte gut sein, dass wir dann quasi im nächsten Part dann irgendwo auf Stufe 45 stecken bleiben. Und ich brauche ja einen Speicherpunkt. Das ist halt mein großes Problem. So, Duck. Also auf Trainerkampf 35, kein Problem. Und jetzt war schon 36, meine Güte, wir sind so gut. So. Wir sind so gut. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Geld? Und ne, ich brauche ja die ID. Aber ich glaube, wir verdienen kein Geld, das ist die große Misere. Ja, 580. Das ist halt das Problem, dass man halt quasi kein Geld verdient bei den ganzen Kämpfen. Weil ich bräuchte Geld. Oder auch nicht. Das könnte ja sein, dass. Wieso mache ich eine Zeitflöte? Wieso ist die Zeitflöte ein normales Item? Kann mir das jemand erklären? Oh ne, das sind alle Items dann wahrscheinlich. Ah ne, da wird gar nicht unterteilt. Also konnte ich die Zeitflöte auch einfach wegwerfen oder wie? Ja, man kann sie wegschmeißen in den Müll, oder? Ne, das macht man nicht. Eine Zauberflöte, die Celebi herbeiruft. Also ich weiß nicht, ob man Celebi fangen kann. Weil Celebi, das war ja, gut, das habe ich ja schon mal erklärt, für lange Zeit ein Pokémon, das man nicht fangen konnte. Wird ich jedes Mal geheilt nach einem Kampf? Kann das sein? Oder habe ich gerade Items eingesetzt? Ich kann mich jetzt selbst an Sachen nicht mehr erinnern, die vor ein paar Minuten geschehen sind. Amnesia. Das könnte gut sein, dass es morgen vielleicht doch nochmal eine Aufnahmesession von Pokémon gibt, aber ja, ich möchte erstmal die jetzigen Parts, die ich hier aufgenommen habe, durchrendern. Weil bei Dingen bei Pokémon Grün ist ja auch noch gut vorproduziert, oder Pocket Monsters Green, wie ich es so schön nenne. Ja, die Fraps waren auch schon mal besser. Also es war jetzt gerade sehr, sehr langsam von den Bildern pro Sekunde. Du bist eliminiert. Übrigens auch eine wundervolle Gelegenheit, die Herzen von Pokémon zu öffnen, dieser Turm. Es ist ja ein Duellberg, mehr oder minder. Eigentlich fast schon Duellvulkan, aber Vulkane sind ja auch Berge. Darf man nicht unterschätzen.
Seneca. Auch ein schöner Name. Erinnert mich so ein bisschen an Senegal. Auch nach einem ziemlich stylischen Move aus gerade. Und weg mit dir. Wow, das war aber ein kometenhafter Anstieg gerade. Ja, dementsprechend lohnt es sich vielleicht, noch die nächste Ebene zu machen. So, dann weiter im Kontext. Number 39. Da würde es sich fast sogar lohnen, diese Ebene nochmal zu wiederholen. Bis dann hat man ein Level 40er Pokémon. Okay, ich weiß nicht, ob Lehmschuss da jetzt allzu viel bringt, aber es sind schon mal interessantere Pokémon als bisher, die man so sieht. Ja, das hat natürlich viel gebracht, Gott sei Dank. Also war es ein reines Feuer-Pokémon. Level 39. Das reicht leider immer noch nicht ganz für Level 39 beim anderen Pokémon, oder? Ja gut, es war... Nee, es war was anderes. Oh, habe ich mich wieder total verguckt. Das wollte ich so nicht, also gleich erledigt. Also ich hoffe wirklich, dass die Arealleiter oder die Arealleiterin dann doch noch einiges auspackt. Und auf Wiedersehen, ich verabschiede mich. Oder das Ding verabschiedet sich, eher gesagt. So. Ja, da reicht es noch nicht für Level 37, genau. So weit sind wir da noch entfernt. So, dann wahrscheinlich der letzte Trainer für heute. Endlich mal ein Grand Finale zum Ende des Parts. Finito. Ah, das passt ja perfekt. Besser kann man ja quasi nicht heißen. Ich denke mal, die nächste Ebene sollten wir auch noch hinkriegen. Bis 50, ich würde mir sogar 60 noch zutrauen.
Entschuldigt diese Fruchtfliege da, die durch das Bild schwebt. Die war wahrscheinlich in meiner Kirschverpackung drin. Das habe ich jetzt gerade hoffentlich nicht gesehen. So. Ja, der packt natürlich wieder mal ordentlich aus. So gehört sich das, finde ich meiner Meinung nach auch. Also ob Lehmschuss jetzt allzu viel bringt. Noch immerhin. Ordentlich Schaden. Senkt die Initiative. Oh, das nächste. Ach so, das ist wahrscheinlich nur vom Typ Stein. Scheiße. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Dann drehen wir das halt eben um. Wir müssen auch ein bisschen unsere Zeit ausfüllen, aber das Spiel ist auch teilweise echt langsam. So. Dann drehen wir das Ganze mal um. Ja, hat nicht ganz gereicht. Interessant. Aber da hat es gereicht. Weg mit dir, du seltsame Pflanze. So. Panfi! Ach, ist es nicht süß. Du musst es leider weg. Ja, mach es am besten so. Gehen wir mal strategisch vor. Das war sehr clever. Was bringt er als nächstes? Rehorn, okay. Das erste designte Pokémon überhaupt. Für die, die es nicht gewusst haben. Ah, Schmerbe. Das ist etwas schwer. Dann wechseln wir das Pokémon aus. Dafür bin ich doch immer gerne zu haben. Und wir machen einfach mal Server. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich H2O-Absorber hat, ist ja durchaus die Möglichkeit. Fruchtfliege geht mir so richtig auf die Nerven. Oh, es hat nicht ganz fürs Level gereicht. Das ist ja traurig, aber wir haben ja noch eine nächste Stufe, die wird auch definitiv noch gemacht werden. Vielleicht auch noch die übernächste. Damit soll es für diesen Part gewesen sein. Und auch für die Aufnahmesession leider Gottes. Es sei denn, ich überlege es mir jetzt noch anders. Ja, weiter. Wie sieht es eigentlich hier aus mit den Pokémon? Ah ne, die werden immer automatisch geheilt. Nun gut, dann bis zum nächsten Mal. Und schau, haltet die Unstaffel und denkt daran, Freundschaft ist...